ZDF heute live, herzlich willkommen. Die Landwirte sind wütend auf die Bundesregierung. Und diese Wut ist bei einigen von ihnen so groß, dass sie ihren Frust an Vizekanzler Robert Habeck auslassen mussten, der gestern privat unterwegs war. Robert Habeck wollte gestern am späten Nachmittag mit einer Fähre von Hallig-Hooge am Anleger im nordfriesischen Schlütsiel anlegen. Eine aufgebrachte Menge, laut Polizei bis zu 300 Personen, hatte sich dort versammelt und hinderte Habeck daran, an Land zu gehen. Laut Polizei versuchten etwa 25 bis 30 Personen auf die Fähre zu gelangen, konnten aber von Beamten auch unter Einsatz von Pfefferspray zurückgedrängt werden. Ja, die Staatsanwaltschaft Flensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seit Dezember protestieren Landwirte deutschlandweit gegen Streichung von Subventionen für ihre Betriebe und blockieren dabei beispielsweise auch Straßen, wie ihr hier jetzt sehen könnt. Die Bundesregierung hatte die Kürzung gestern teilweise zurückgenommen, aber vielen Landwirten reicht das nicht aus. Ab Montag soll weiter demonstriert werden. Wir fragen heute, gehen die Landwirte mit ihren Protesten möglicherweise zu weit? Was bedeuten die Streichung der Subventionen für die Betriebe? Und worum geht es den Landwirten? Darüber spreche ich gleich mit dem Agrarökonom Professor Thomas Herzfeld und dem Konfliktforscher Professor Felix Anderl. Und ihr kennt's, wenn ihr Fragen und Gedanken zum Thema habt, dann könnt ihr die wie immer sehr gerne mit uns teilen, entweder direkt hier im Chat oder ihr schickt sie uns per Mail an zdfheute-live@zdf.de. Bevor wir jetzt gleich ausführlicher über die Proteste sprechen, hat mein Kollege Lars Bonsack die Reaktionen auf die Aktion von gestern einmal für euch zusammengefasst. Silvesterraketen, Böller und verschreckte Einsatzkräfte. Es war gestern Abend, als rund 100 Landwirte den Anleger im schleswig-holsteinischen Schlütsiel blockierten. Einige versuchten wohl mit Gewalt auf die Fähre zu kommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Die Fähre mit dem Wirtschaftsminister musste unverrichteter Dinge wieder auf die Hallig-Hooge zurückkehren. Die Empörung ist groß. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn unsere Landwirtinnen und Landwirte ihre Position einbringen. Wir haben ja auch zugehört, wir haben unsere Position korrigiert. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe davor immer gewarnt. Aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben. Kritik kommt aus fast allen Parteien, auch aus der Opposition. Ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Und diese Chaoten, die dort unterwegs waren, haben dem Anliegen dort wirklich einen Bärendienst erwiesen. Meine klare Erwartungshaltung an alle Bäuerinnen und Bauern, aber auch an alle, die es mit der Landwirtschaft halten, ist bei den Aktionen, die jetzt folgen, Maß und Mitte einzuhalten. Minister Habeck hat mittlerweile offiziell reagiert. Protestieren ist in Deutschland ein hohes Gut. Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie in Taten sollten wir dem entgegentreten. Auch der Bauernverband hat die Blockadeaktion kritisiert. Doch obwohl die Regierung einen maßgeblichen Teil der Sparmaßnahmen bei den Landwirten wieder zurückgenommen hat, kündigt der Verband für nächste Woche neue Großdemonstrationen an. Und mir jetzt zugeschaltet ist Professor Felix Anderl. Er ist Konfliktforscher am Zentrum für Konfliktforschung an der Philipps-Universität in Marburg. Guten Abend, grüße Sie. Guten Abend. Was haben Sie gestern gedacht als Konfliktforscher, als Sie die Bilder von gestern Abend gesehen haben? Ich dachte, jetzt materialisiert sich das, was ich schon so ein bisschen angekündigt hatte. Es gibt verschiedene Chatgruppen, die man beobachten kann und verschiedene Zusammenschlüsse, die auch schon seit einiger Zeit im Namen der Landwirtschaft mobilisieren. Und da ist enorm viel Wut im Bauch und viele Aggressionen. Zudem mischen sich auch noch andere Themen in diese Proteste. Insofern war ich jetzt nicht super überrascht, aber ja, da merkt man, da ist schon Dampf im Kessel. Erleben wir da möglicherweise gerade eine neue Form des Protests? Wie schätzen Sie das ein? Eine neue Form des Protests würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Bauernproteste gehen ja weit zurück, also haben eine lange Geschichte und man kann eben mit Traktoren und so weiter sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Aber dass es in der Bundesrepublik so einen großen Aufruhr gibt, ausgehend von Bäuerinnen und Bauern, ist schon spektakulär und außergewöhnlich. Und muss man auf jeden Fall drüber sprechen, was da wohl dahinter steckt.
Jetzt hat sich nach den Vorkommnissen von gestern auch Bundesinnenministerin Faeser dazu geäußert. Wir haben das Zitat vorliegen und können da vielleicht einmal zusammen draufschauen. Sie hat gesagt, das hat mit legitimen demokratischen Protest und harter politischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Immer mehr verbale Aufrüstung und Hass führt zu solchen Grenzüberschreitungen. Danke an die Polizei für das Einschreiten. Soweit die Bundesinnenministerin. Jetzt ist heute im Laufe des Tages immer mehr bekannt geworden, dass dieser Protest oder diese Aktion, die wir gestern gesehen haben, offenbar ja im Laufe des Tages gestern im Netz organisiert wurde. Ein Sprecher von Nancy Faeser hat dazu noch ergänzt, und zwar sagte er heute, es sei davon auszugehen, dass sich insbesondere Akteure aus dem rechtsextremistischen Spektrum wie auch aus dem Spektrum derjenigen, die den Staat delegitimieren wollen, im Verlauf der Protestwoche versuchen würden, Veranstaltungen für einige Interessen zu instrumentalisieren. Wir haben dazu auch schon eine Frage bei YouTube bekommen, die ich gerne an Sie weitergeben würde für Ihre Einschätzung. Und zwar fragt jemand, sind das bekannte Rechtsradikale, die dazu aufrufen, bei den Bauernprotesten mitzumischen? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu differenzieren. Also es gibt verschiedenste Gruppen, die jetzt mobilisieren. Und viele davon reklamieren für sich, für die Bauern zu sprechen. Und das sollten wir nicht so akzeptieren, sondern man muss genau hinschauen, wer da was macht. Es gibt eine Gruppe, und ich glaube, die war jetzt bei diesen Protesten gestern besonders stark vertreten, die reiten so auf der Protestwelle und versuchen, ihre Agenda da unterzubringen. Und diese Agenda ist tatsächlich gar nicht mehr so stark mit der Landwirtschaft verbunden, sondern die Landwirtschaft ist wie so ein Sprungbrett. Und das nutzen die, um ihre Agenda vorzuführen und destruktiv zu wirken. Es ist allerdings schon so, und das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit, dass es innerhalb der Landwirtschaft unter Bäuerinnen und Bauern schon sehr lange Frustration gibt, auch Zorn gibt und Wut. Das ist keine neue Erscheinung, das ist schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten, weil sie das Gefühl haben, dass sie in der Gesellschaft nicht ausreichend anerkannt werden. So. Und diese Wut kann sich natürlich auf unterschiedliche Art und Weise bahnbrechen. Und dann gibt es Akteure wie der Bauernverband, die organisieren ja auch Demonstrationen, die sind teilweise auch schon ganz schön massiv. Aber dann gibt es andere Akteure, da gehört zum Beispiel die Gruppe Landschaft Verbindung, die haben dann nochmal eine andere Agenda. Die sind in sich auch divers, muss man sagen. Aber die sind auf jeden Fall mehr als die anderen Gruppen aus meiner Einschätzung nach rechtsoffen. Und es gibt Akteure am rechten Rand, die jetzt diese Bauernproteste für ihre Agenda nutzen. Jetzt hat sich der Bauernverband von dem, was da gestern passiert ist, heute auch distanziert. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, fordert aber weiterhin, Zitat, die komplette Rücknahme der angedachten Kürzung. Wir können da auch einmal auf das Zitat gemeinsam schauen. Und zwar hat er heute gesagt, persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen oder Gewalt gehen gar nichts. Bei allem Unmut respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre von Politikern. Ja, soweit der Präsident des Bauernverbandes. Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet. Muss man trotzdem, wir sehen diese Proteste jetzt seit Dezember an dieser Stelle konstatieren, dass die Proteste möglicherweise radikaler werden? Es ist immer schwer zu sagen, die Proteste. Also ich glaube, das sind verschiedene Proteste. Wir haben die großen Mobilisierungen vom Bauernverband und von einigen anderen Organisationen. Wir haben auch Mobilisierungen für ökologische Transformation, die wird auch stattfinden in 10 Tagen in Berlin. Das ist auch eine Bauerndemo. Und dann gibt es diese Ausschreitungen und kleineren Gruppen, die versuchen, ihre Agenda dazu unterzubringen. Also es gibt verschiedene Protestformen und diese Gruppen haben auch gar nicht unbedingt alle das gleiche Ziel. Deswegen finde ich es wichtig zu differenzieren und auch schon wichtig, dass der Bauernverband da klar zeigt, das geschieht nicht in ihrem Namen. Wobei man sagen muss, der Bauernverband hat schon auch sehr stark zur Polarisierung beigetragen und durch harte Worte sicherlich auch nicht befriedet. Also das muss man sagen, da ist schon zwischen der Bundesregierung und dem Bauernverband auch ganz schön Konfliktstoff da. Sie haben jetzt die verschiedenen Protestformen angesprochen. Wir bekommen dazu auch beispielsweise einen Kommentar von Uli Meier, der fragt, wo ist denn der Unterschied zu den
Klimaklebern beide blockieren. Das ist tatsächlich auch ja, eine Frage oder ein Gedanke, den man zum Beispiel auch viel in den Kommentaren findet, wenn man sich bei uns auf unserem Instagram-Account von ZDF heute umschaut. Zu den Unterschieden und auch zu den Gemeinsamkeiten haben wir mal eine Einschätzung vorbereitet, und zwar von unserem Rechtsexperten Jan Henrich aus unserer Redaktion Recht und Justiz. Da hören wir einmal rein. Die Blockadeaktionen der letzten Generation wurden von Gerichten in der Vergangenheit immer wieder als strafbare Nötigung eingestuft. Bei der gestrigen Aktion der Landwirte sieht die Polizei das zumindest im Anfangsverdacht ähnlich. Der Unterschied ist aber, dass hier zusätzlich noch wegen Landfriedensbruch ermittelt wird. Und das setzt normalerweise voraus, dass es gerade aus einer aufgebrachten Protestmenge heraus zu Bedrohungen und Gewalttätigkeiten kommt. Ob das hier wirklich der Fall war, das müssen die Ermittlungen allerdings noch zeigen. Herr Professor Anderl, vielleicht die Frage auch noch mal an Sie. Also welche Parallelen sehen Sie da tatsächlich zu den Protestaktionen der sogenannten letzten Generation, vielleicht auch in dem Echo, das diese Proteste auslösen? Also das sind zwei Fragen. Das eine ist, es gibt eine Parallele, und zwar in der Blockade. Aber wenn wir uns die Rhetorik anschauen, ist es eine ganz andere. Also die letzte Generation hat auch Straßen blockiert, geht den Leuten tierisch auf die Nerven, aber sie hat noch nie jemanden bedroht. Und sie redet nicht aggressiv, sie hat keine Umsturzfantasien. Das ist schon ein ganz anderes Niveau, würde ich sagen. Also es geht nicht gezielt gegen Menschen, auch nicht gegen Politiker. Und das war gestern schon anders. Ich sehe in diesen Protesten, die wir gestern gesehen haben, aber vereinzelt auch schon in den letzten Wochen, so eine starke Aggression und wirklich den Wunsch, die Regierung zu stürzen. Was interessant ist aus meiner Sicht, die Sprechchöre, auch schon bei der großen Demonstration in Berlin, sind teilweise entkoppelt von der Landwirtschaft und heißen dann zum Beispiel Ampel muss weg, Ampel muss weg. Das erinnert auch schon ein bisschen an die Corona-Proteste, die wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Da hieß es dann eben Merkel muss weg. Und ich würde da auch eine gewisse Kontinuität sehen, nicht unbedingt in den Personen, aber in der Art der Rhetorik, in der Art und Weise, wie da politische Inhalte vorgetragen werden. Und man kann von der letzten Generation halten, was man will, aber so eine Art von Aggressionen haben wir von denen noch nicht gesehen. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Jetzt war ja offenbar der Tropfen, der an dieser Stelle das Fass zum Überlaufen gebracht hat bei vielen Landwirten, die angekündigte Kürzung der Subvention auf den Agrardiesel. Wenn man vielleicht den Blick noch mal ein bisschen weitet, also und Ihnen auch zuhört, geht es da viel mehr um eine generelle Unzufriedenheit mit der Klima- und der Agrarpolitik der Bundesregierung? Ja, und in großen Teilen sicherlich auch zu Recht. Die Bauern, jetzt bin ich selber in die Falle getappt, es gibt verschiedene Arten von landwirtschaftlichen Betrieben, aber viele davon haben wirtschaftliche Probleme und sind seit Jahren damit konfrontiert, dass sie nicht genug Einkommen haben, dass Preise fallen oder zumindest stark fluktuieren und dass sie das Gefühl haben, nicht genug Anerkennung zu bekommen in der Gesellschaft für ihre harte Arbeit. Und das sind absolut legitime Punkte. Und das liegt daran, meines Erachtens, dass sie in einem System arbeiten, das sehr stark auf eine spezifische Form der Landwirtschaft zugeschnitten wird und dann europaweit über die EU mit Subventionen abgesichert. Und um das zu ändern, müsste man wirklich an dem System was ändern. Das Gegenteil ist aber passiert in den letzten Jahren. Also Julia Klöckner hat in ihrer Amtszeit noch in der EU mitverhandelt, die gemeinsame europäische Agrarpolitik, wo für 7 Jahre dieses System wiederum zementiert wurde. Und dieses System bedeutet, die Landwirtschaft kann sich nur finanzieren über Subventionen. Und diese Subventionen werden teilweise als Almosen empfunden und machen die Bauern natürlich extrem abhängig vom Staat. Ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle, um zu verstehen, woher diese Frustrationen kommen. Also ich denke, wenn man wirklich auf die Landwirtschaft zugehen möchte, müsste die Bundesregierung Pläne entwickeln und gemeinsam mit Landwirtinnen überlegen, wie können wir denn langfristig dafür sorgen, dass Landwirtschaft wieder ein attraktiver Beruf ist, der sich auch finanziert, der sich rechnet und der das Ansehen, das aus meiner Sicht in der Gesellschaft durchaus da ist, auch widerspiegelt in den Arbeitsbedingungen.
Herr Andal, ich sage vielen Dank an dieser Stelle, Konfliktforscher an der Philipps-Universität in Marburg. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Dankeschön. Danke, schönen Abend. Wir wollen jetzt noch mal weiter über die Subvention und auch die, ja, die Wichtigkeit der Subvention für die landwirtschaftlichen Betriebe sprechen und die Situation der Landwirte in Deutschland. Vorher schauen wir uns aber einmal an, um was es genau bei diesen Subventionskürzungen geht. Und das Wichtigste zusammengefasst hat mein Kollege Christian Semm für euch. Im Moment erhalten die Betriebe in der Forst- und Landwirtschaft pro verbrauchtem Liter Diesel 21,48 Cent vom Staat zurück. Diese Subvention wollte die Ampel streichen. Durch die Kürzung sollte ein Teil des 17-Milliarden-Lochs gestopft werden, das durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist. Nach den massiven Protesten der Landwirte soll es jetzt eine, wie es heißt, schrittweise Reduzierung der Begünstigung geben. Damit sollen die Betriebe Zeit bekommen, sich darauf einzustellen. Konkret geplant ist jetzt, dass in diesem Jahr die staatliche Unterstützung um 40% reduziert wird. 2025 dann um weitere 30%. 2026 läuft die Subvention dann aus und die Mineralölsteuer wird nicht mehr zurückerstattet. Wie hart wird das die Landwirte treffen? Für jeden Hof seien das mehrere tausend Euro im Jahr, sagt der Bauernverband. Und aus Halle ist mir jetzt zugeschaltet der Agrarökonom Professor Thomas Herzfeld vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Guten Abend nach Halle. Guten Abend, Herr Wappen. Die Bundesregierung ist jetzt teilweise zurückgerudert. Aus Ihrer Einschätzung nach richtig so? Das war ein Einknicken, was aber an der Natur der Sache nichts ändert, dass die Agrardieselerstattung kein effizientes Politikinstrument war. Sie hat jetzt, was sie hätte vielleicht schon eher machen können, einfach nur versucht, diesen Ausstieg gleitend zu gestalten. Welche Betriebe sind denn von diesen Subventionsstreichungen besonders betroffen? Wen trifft das besonders stark? Es trifft besonders Betriebe, die weite Wege haben, die sehr dieselintensive Bearbeitungsschritte machen, also viel pflügen und andere Bodenbearbeitungsmaßnahmen vornehmen, die vielleicht auch besonders zersplitterte Strukturen haben und insgesamt generell viel Maschinen einsetzen müssen. Wir bekommen dazu natürlich auch Fragen und Kommentare. Und zwar merkte jemand an, ich bekomme meinen Sprit, wenn ich zur Arbeit fahre, oder meine Kraftfahrzeugsteuer ja auch nicht subventioniert. Warum haben diese Subventionen in der Landwirtschaft eine besondere Rolle? Die Agrardieselrückerstattung wurde in der damaligen BRD in den 60er Jahren eingeführt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern. Und sicher auch, um Unterschiede innerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der damaligen auszugleichen. Dahinter steht ein Bild, was über viele Jahrzehnte die Politik dominiert hat, dass die Landwirtschaft eine Besonderstellung hat. Also die Landwirtschaft, weil sie eben Nahrungsmittel produziert und für unsere Ernährung so essentiell wichtig ist und über 50% der Fläche in Deutschland durch ihre Nutzung prägt, eben nicht gleich zu behandeln ist mit einem normalen Handwerksbetrieb oder anderen selbstständigen Unternehmen. Und dieses Bild hat sich eben sehr stark festgesetzt und dominiert eben auch viele Aussagen, die wir jetzt von den Interessenvertretern hören. Lassen sich diese Zusatzkosten, die eben für die Betriebe entstehen, durch den Wegfall der Subventionen, lässt sich das irgendwie quantifizieren, was da tatsächlich dann an Mehrkosten auf die Betriebe zukommt? Das hängt sehr stark von der Ausrichtung der Betriebe ab. Ein Betrieb, der sehr, sehr wenig Flächen bewirtschaftet, viel zum Beispiel Schweinemast betreibt oder Legehennenhaltung betreibt, ist davon natürlich deutlich weniger betroffen als ein spezialisierter Ackerbaubetrieb, der nur Ackerbau betreibt, also nur Pflanzen anbaut und viel mit Maschinen arbeiten muss. Es sind für einen 100-Hektar-Betrieb mal im Durchschnitt gerechnet sind es je nach Ausrichtung zwischen 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Jahr, die das ausmachen. Okay. Für wie viele Betriebe sind denn, wenn ich es jetzt mal ein bisschen salopp formulieren darf, diese Subvention nice to have? Und bei welchen Betrieben geht es da tatsächlich dann auch ums wirtschaftliche Überleben, wenn wir auf diese Subventionen schauen?
Genau quantifizieren kann ich das leider nicht. Aber es ist, denke ich, immer wichtig zu betonen, dass der Anteil dieser Agrardieselrückerstattung an den gesamten Subventionen, die ein landwirtschaftlicher Betrieb erhält, nur relativ klein ist. Wir reden hier über 8, 9, 10, vielleicht maximal 12% der Subventionen und Zuschüsse, die ein Betrieb erhält, kommen über die Agrardieselrückerstattung. Der viel größere Bereich kommt über die Direktzahlung im Rahmen der europäischen Agrarpolitik, die im Moment überhaupt nicht angefasst werden soll. Welche Perspektive sehen Sie, dass sich daran etwas ändert? Meinen Sie jetzt die Direktzahlung oder meinen Sie, dass die Betriebe, manche Betriebe Probleme haben? Genau, also dass sich sozusagen, die Bauern weisen jetzt ja in den vergangenen Wochen immer wieder auf ihre Probleme und ihre Situation hin. Haben Sie das Gefühl, dass das sozusagen von politischen Entscheidern, die Ampel diskutiert da ja viel drüber, in Teilen auch öffentlich, dass das sozusagen gesehen wird und da dann perspektivisch im Sinne der Bauern auch ja etwas verändert wird? Da haben wir wieder das Grundproblem, was auch Herr Anderl angesprochen hat. Wenn wir akzeptieren, dass wir ein marktwirtschaftliches System haben, dann argumentiere ich als also Agrarökonom oder aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht immer, dass es dazugehört, dass Betriebe, die nicht am Markt ihre Erträge erwirtschaften können, auch aus dem Markt ausscheiden müssen und andere Betriebe, die wettbewerbsfähiger sind, am Markt bestehen bleiben können. Das haben wir in der Landwirtschaft so nicht. Ja, wir haben eine sehr starke Unterstützung durch Subventionen und Zuschüsse. Aber diese Grundidee, dieser Grundkonflikt besteht natürlich und der lässt sich durch politische Maßnahmen nie komplett aufheben. Eine Frage, die wir auch bei YouTube bekommen haben, und zwar von ohne Namen, aber inwiefern können Betriebe denn tatsächlich vom Diesel auf Alternativen umstellen? Also ja, wie viele Alternativen gibt es zu diesem Diesel? Das ist natürlich ein großes Problem. Die Maschinen sind sehr schwer und es gibt im Moment keine alternativen Antriebe über Elektromotoren oder Ähnliches. Deswegen sind die Landwirte auf den Diesel angewiesen. Sie könnten eventuell im kleinen Rahmen zum Beispiel auf Bodenbearbeitungsschritte verzichten, also nicht mehr mit dem Pflug arbeiten, sondern nur noch pfluglos arbeiten, was sicher weniger Sprit verbrauchen würde, oder Arbeitsgänge kombinieren. Aber Betriebe, die sehr effizient arbeiten, nutzen diese Möglichkeiten schon meistens aus und haben da wenig Spielraum, noch weiter einzusparen. Vielleicht nochmal gefragt nach den politischen Maßnahmen. Und zwar haben wir von Michael Sarembe eine Frage bekommen. Die Bauern haben sehr häufig den Eindruck, für vieles als Sündenböcke herhalten zu müssen. Was kann denn politisch getan werden, um den Bauern mehr Wertschätzung entgegenzubringen? Die Landwirtschaft leistet sehr viel und bringt sehr viele, was wir als Ökonomen als öffentliche Güter bezeichnen. Ja, wir sprechen über den zunehmenden Anspruch, den Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und hier spielt gerade die Kohlenstoffbindung in Pflanzen, im Boden, in Form von Humus oder durch Forst, durch Bäume und Gehölze eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und hier wird dieses Erreichen des Ziels der Klimaneutralität ohne die Landwirtschaft gar nicht funktionieren. Gleiches gilt für zum Beispiel aktuelles Beispiel den Hochwasserschutz. Wenn Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt werden sollen, die notfalls geflutet werden können, dann geht das nur mit der Landwirtschaft. Und hier wäre es möglicherweise ein Weg, diese öffentlichen Güter, die die Landwirtschaft bereitstellt, stärker zu honorieren und auch gezielter zu fördern und auch in der Diskussion stärker zu betonen, aber eben nicht mit pauschalen Subventionen schon abzudecken. Jetzt sind ja viele politische Maßnahmen eben auch oft sozusagen ja an die Bundesregierung einer bestimmten Legislaturperiode gebunden. Für die Landwirte, wenn es darum geht, in ihre Zukunft zu investieren, dann reden wir ja häufig von Investitionen, die dann die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre in den Blick nehmen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dieses Grundproblem, was ja ganz offenkundig immer wieder für großen Frust sorgt, möglicherweise aufzulösen? Das ist sehr, sehr richtig.
Die politischen Zyklen unterscheiden sich von Investitionszyklen in einem landwirtschaftlichen Unternehmen. Auch das wird sich nicht so einfach lösen können. Eine Möglichkeit wäre, dass es verbindliche Abmachungen gibt, an die sich auch Folgeregierungen halten. Gerade die Agrardieselrückerstattung, auch die Kfz-Steuerbefreiung sind ja Instrumente, die über mehrere Legislaturperioden dauerhaft eingehalten wurden oder fortgesetzt wurden. Hier hat keine Bundesregierung oder nur marginal mal Änderungen vorgenommen. Wenn es auch im Gegenzug so einen Konsens gäbe, dass die Kohlenstoffbindung zum Beispiel längerfristig honoriert wird oder dass Tierwohlstandards längerfristig Bestand haben und nicht immer weiter geändert werden, dann müsste das Vertrauen sozusagen auf der anderen Seite auch geschaffen werden, dass hier ein gütliches Zusammenarbeiten möglich ist. Sagt Professor Thomas Herzfeld vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung heute Abend. Gern geschehen. Ja, soweit unser ZDF heute live zu den aktuellen Protesten und Forderungen der Landwirte in Deutschland. Mehr Infos und aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel zu den Demos ab der kommenden Woche, findet ihr wie immer in unserer ZDF heute App. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende euch.